fehlt dir noch ein Weißer. Wir haben vier Weiße. Wo kommt denn noch ein Weißer hin? Wir haben eigentlich schon alles dran, oder? Und das kriege ich ja halt nicht. So Leute, herzlich willkommen in einem neuen Vlog und zwar in einem neuen Fit Couple Diet Series. Hallo! Vlog! Auf jeden Fall sind Wenke und ich wieder bei uns in der neuen Wohnung. Wir zeigen euch gleich ein kurzes Update. Später werde ich auch die Gewinnspielauflösung machen und dementsprechend die zwei Gewinner auslosen des letzten Body and Fit Gewinnspiels. Wenke präpariert gerade die Plissés, damit sie auch ans Fenster kommen. Wir haben schon einige Plissés hier, aber in der Küche fehlen noch welche. Apropos Küche, die Küche wird gleich geliefert. Wird aber erst nächste Woche aufgebaut. Außerdem haben wir hier schon mal ein bisschen Platz gemacht, damit die Leute die Küche natürlich auch irgendwo hinstellen können. Den Tisch haben wir einfach mal vor unsere Wohnwand geräumt. Die Wohnwand ist auch endlich angebracht. Dann haben wir mittlerweile das Bett hier schon aufgebaut. Nur das Problem ist, dass diese Matratzen halt gerollt waren, die beiden hier. Und die müssen 72 Stunden lang liegen und sich sozusagen entfalten, bevor wir das ganz zusammenbauen können. So sieht das Bett hier aus. Unser Kleiderschrank steht jetzt auch mittlerweile schon. Und zwar hat der sogar ein bisschen Licht hier oben. Tada! So sieht das Ganze dann aus. Im Bad hat sich noch nicht so viel getan, bis auf der kleine Badunterschrank hier. Und ohne Mist, Leute, das Teil hat mir richtig viel Ärger gemacht. Wir haben für die Plissés zwei Farben. Wir haben einmal im Bad, im Gäste-WC, im Büro und im Hauswirtschaftsraum, will ich es mal nennen, weiße Plissés. Und hier ins Wohnzimmer sollen halt beige Plissés kommen. So sieht das aktuell hier bei uns aus. Und dann wollen wir auch nächste Woche schon einziehen, oder? Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich denke auch. Okay, das war wohl nichts. Auf jeden Fall wollen wir euch heute updaten, wie der aktuelle Stand der Diät ist, wie weit wir sind. Wir haben bei Wenke ein paar Makros angepasst, die Kalorien ein bisschen angepasst. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich ja aufgrund des Trainings, da ich ja nicht richtig trainieren konnte in den ersten Wochen des Januars, dass ich meine Diäten ein bisschen runtergefahren habe, sprich, dass ich das Kaloriendefizit ein bisschen kleiner gemacht habe und mein Gewicht einigermaßen gehalten habe. Also mein niedrigstes Gewicht war jetzt mittlerweile 92,1 Kilogramm. Heute Morgen hatte ich knapp über 93 Kilogramm drauf. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich gestern Abend sehr viel gegessen habe und die meisten meiner Kalorien gestern Abend gegessen habe. Bei mir im Training sieht es momentan so aus, dass ich Rücken wieder vernünftig trainieren kann, Beine sowieso. Arme kann ich auch schon recht gut wieder trainieren. Das Einzige, was halt noch wirklich hakt, ist die Brust. Sprich, mein Brusttraining sieht meistens so aus, dass ich nur irgendwie Cable-Flies machen kann oder halt, ja, ganz wenig auf der Bank benchen kann. Also ich bench momentan so zwischen 50 und 60 Kilogramm auf der Bank, mache das dann aber auch erst so als zweite oder dritte Übung und komplett auf Kontraktion. Ich habe es doch tatsächlich auch im letzten Brusttraining geschafft, mal wieder Muskelkater zu bekommen. Es ist auf jeden Fall besser geworden mit meiner Bizepssehnenentzündung, aber es schränkt mich immer noch ein bisschen ein. Beim Schultertraining sieht es so aus, dass ich nur Seitheben mache. Schulterdrücken ist noch nicht möglich, aber ich kann mittlerweile meinen Arm auch schon wieder über meinen Kopf heben. Es geht aber auf jeden Fall bergauf. Ich habe die Salbe abgeschafft. Ich habe euch ja erzählt, dass ich dieses Voltaren-Gel hatte. Das benutze ich nicht mehr. Ich habe jetzt Diclofenac-Tabletten bekommen und die nehme ich. Und seitdem ich die einnehme, ist es auch schon besser geworden. Ich bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Ich hoffe, dass ich bald über den Berg bin und komplett wieder sauber trainieren kann. Ich habe mein Gewicht jetzt die letzte Zeit eher nur gehalten, weil ich einfach Angst um Muskelabbau habe, weil ich ja auch nicht richtig trainieren kann und dann will ich halt auch nicht in einem zu hohen Kaloriendefizit sozusagen unterwegs sein, weil einfach das Training noch nicht stimmt. Aber wir gehen gleich selber erstmal ins Training. Danach erzählen wir euch ein bisschen was zu Wenkes Makros. Und dann hoffen wir mal, dass die Küche gleich kommt, ne? Ja, und dass wir noch ein paar PCs vorher anbauen können. Ja. Da müssen wir gleich mal helfen. Natürlich. Cool. Top.
So Leute, so muss ein Post-Workout-Meal aussehen. So muss es aussehen. So, nicht so. Wir haben es jetzt schon irgendwie kurz vor 5. Deshalb gibt es jetzt nach dem Training erstmal bei uns ein Post-Workout-Meal. Und zwar haben wir uns gedacht, gehen wir mal zu Subway. Sub des Tages ist Chicken Fajita. Und das haben wir uns jetzt zweimal gegönnt. Bei mir habe ich eigentlich alles drauf, außer ein paar Gemüsesorten und Honey Mustard. Das Ganze hast du schon getrackt, ne? Das habe ich schon getrackt, ja. Dieses ganze Sub hat nämlich genau 570 Kalorien mit dem Dressing dazu nochmal 30 drauf. Also uns sind einfach nur 600 Kalorien, 87 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Fett und 42 Gramm Eiweiß. Das hat unglaublich gute Makros für ein Post-Workout-Meal. Auch echt nur 6 Gramm Fett, das ist richtig, richtig gut. Hast du deinen schon eingetrackt? Nein, aber ich habe nicht viel mehr, außer mein Fleisch. Und die Mayo. Die hat ein bisschen mehr Kalorien. Ja, bei mir ist das dann 700 Kalorien. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dass es hier geschneit hat und ich habe es nicht mitbekommen, weil ich bei Renke war. Auf jeden Fall ist dieses ständige Hin- und Hergefahren momentan echt nervig gewesen in den letzten 2 Wochen. Vor allem, wenn ich immer den Anhänger mit dabei hatte. Man fährt ja auch locker eine Stunde 15 von hier, aus Friesland, wo ich jetzt wohne, zu unserer neuen Wohnung. Dementsprechend, ja, war ein bisschen uncool, dieses ganze Pendeln. Aber ich habe mir gerade ein Geschenk abgeholt. Da ist noch ein Geschenk. Wenke müsste eigentlich auch gleich kommen. Aber wenn wir hier schon bei den fetten Geschenken hier sind, will ich auch mal ein heftiges Dankeschön sagen. Und zwar ein heftiges Dankeschön für die ganzen vielen Kommentare unterm letzten Video. Wir haben über 1000 Kommentare gehabt. Und wir haben einfach mal über 2000 Likes auf dem Video gehabt. Und ich hoffe, auf diesem Video erreichen wir auch nochmal ordentlich Daumen nach oben. Deswegen drückt den Like-Button, lasst es krachen. Und ich würde sagen, wir werten mal eben fix den Gewinner aus. So Leute, kurzer Exkurs. Die Gewinner werden natürlich wieder per Zufallsgenerator ausgewählt. Es gibt 2 Gewinner dieses Mal. Erstmal werden die ganzen Kommentare natürlich geladen. Und dann haben wir jetzt auch gleich schon 2 Gewinner. Die erste Gewinnerin ist Nadine X3. Du wirst eines der beiden Body & Fit Pakete zugeschickt bekommen. Ich werde versuchen, dich zu kontaktieren. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch. Und die zweite Gewinnerin ist Charlotte Kuiper. Ich würde mich so über das Body & Fit Paket freuen, weil ich die Produkte unbedingt mal testen möchte. Eure Videos sind einfach immer klasse und machen Spaß zu sehen. Ihr seid beide super sympathisch. Hashtag Malochen. Herzlichen Glückwunsch, Charlotte. Auch ich werde mich bei dir melden. So, wir haben 2 Gewinnerinnen dieses Mal. Ich freue mich darüber. Ich hoffe, ihr freut euch auch darüber. Und ich werde mich in Kürze bei euch melden. Also, herzlichen Glückwunsch. Oh, da freut sich aber jemand. Ich habe vorhin schon gesagt, immer dieses ständige Hin- und Hergefahren, ne? Echt, ey. Es ist so kalt. Ach, sag mal, hast du das gesehen? Der hat mich geschubst. So Leute, hallihallo. Kommen wir zum Hauptteil des Vlogs und zwar geht es jetzt darum, euch vorzustellen, wie wir Wenkes Makros angepasst haben. Wir haben das ganze System ein bisschen umgestellt, wir haben nicht zu sehr gekürzt, weil wir durch das System ein paar Fortschritte machen möchten und natürlich halt auch die, die Benefits, die Vorteile des Systems sozusagen zu nutzen machen möchten. Und dementsprechend erklären wir euch jetzt, was wir verändert haben, warum wir es verändert haben und wie wir es verändert haben. Zuallererst ist es so, dass wir Wenkes eigentliche High-Carb-Ernährung im Vergleich zu vorher und zu jetzt war es zu dem Zeitpunkt High-Carb. Im Verhältnis, wenn man sich die prozentualen Anteile anschaut, war es High-Carb. Und zwar wollen wir Wenkes High-Carb-Ernährung umstellen und zwar ins sogenannte Carb-Cycling. Wie ihr wisst, wir haben ja keine Cheat-Days, richtige Cheat-Days, wo wir sozusagen über unseren Kalorienüberschuss hinaus laden. Dafür haben wir aber jetzt Carb-Cycling. Und zwar ist es ja so im Carb-Cycling, dass man sowohl Low-Carb-Tage hat, Medium-Carb-Tage, aber auch High-Carb-Tage. Das ist nicht das Einzige, was wir geändert haben. Wir haben auch noch zusätzlich 2 Tage Cardio mit eingeführt bei ihr, die an den Low-Carb-Tagen sind.
und kalorientechnisch ändert sich da gar nicht so viel. Das Ganze ist so, dass wir jetzt in ihrer Wochenbilanz 300 Kalorien durch die Ernährung gestrichen haben und dann nochmal 700 Kalorien durch das Cardio gestrichen haben, was wir aber auf zwei Tage aufteilen, sprich pro Cardioeinheit 350 Kalorien einsparen. Und somit kommen wir auf ein weiteres Defizit in der Woche von 1000 Kalorien. Das ist sozusagen das, was wir einsparen. Du bist ja jetzt schon am Wochenende angelangt, das heißt, du hast heute deinen ersten High-Carb-Tag. Genau. Wie war es bisher? Gut. Ich hab mit Low-Carb sowieso kein Problem. Also von daher war alles gut. Ah, du fühlst dich auch nicht wirklich schwächer oder so? Nö. Noch nicht. Beim Training fühlte ich mich nicht schwächer, am Alltag nicht. Aber ich habe generell während der Diät keine schlechten Phasen gehabt. Mir ging es die ganze Zeit gut. Ich war nicht müde. Ich hatte keine Tiefpunkte in Sachen Laune, Müdigkeit, Kraft. Kraftwerte sind immer noch genau gleich geblieben. Ich habe mich sogar beim Squatten habe ich mich sogar gesteigert. Ein bisschen, ja. Ne? Und von daher ist alles super. Ich fühle mich nach wie vor gut. Und so soll es natürlich auch weitergehen und wir versprechen uns durch die Umstellung der Ernährung natürlich noch einiges. Wir stellen das Ganze natürlich auch um, weil Wenke ja schon ein paar Kilogramm abgenommen hat. Und es ist nun mal so, dass wenn man auch Gewicht verliert, dass man auch weniger Kalorien dadurch halt verbrennt, weil man natürlich weniger Gewicht sozusagen mit sich rumschleppt. Und dementsprechend passen wir das Ganze jetzt auch wieder an. Allerdings, falls ihr euch fragt, wie viel ich denn abgenommen habe, das weiß ich nicht. Weil wenn ich mich wiege, halte ich mir die Augen zu. Und Eike liest ab und schreibt es auf. Deswegen, das ist auch einer der Gründe, wie du das für mich ausgerechnet hast. Genau. Ich weiß von nichts. Ich kriege immer nur sozusagen meine Kalorien, meine Makros vorgesetzt. Und das finde ich persönlich sehr gut. Weil ich bin ein Mensch, ich mache mir über alles immer viel Gedanken. Ich versuche irgendwie noch was einzusparen, keine Ahnung. Jetzt habe ich, dadurch, dass mir das einfach vorgesetzt wird, gar keine andere Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Und das Problem ist halt einfach auch, dass man das Bild der Selbstwahrnehmung, dass das halt trügt in der Diät, dass man sehr schnell dazu neigt, zu sagen, ah, ich sehe nicht so gut aus, läuft die Diät überhaupt richtig gut und solche ganzen Sachen. Und dann neigt man gerne dazu, irgendwelche Fehler zu machen, vielleicht zu viel Cardio zu machen, zu wenig zu essen. Das ist bei vielen Leuten das Problem, aber man muss einfach on track bleiben, wenn man sich alles ausgerechnet hat, beziehungsweise wenn man einen vernünftigen Plan gemacht hat, dann sollte man auch dabei bleiben, denn man möchte natürlich nicht irgendwie dann nochmal auf den falschen Weg gelangen. Mir ist es selbst persönlich auch schon passiert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich nochmal ordentlich anziehen, jetzt muss ich meine Kalorien streichen und letztlich habe ich dann zwar sehr schnell abgenommen, aber ich habe auch sehr, sehr viel Volumen verloren und dann letztlich habe ich mich dann auch nicht mehr wohl gefühlt, weil ich ja für mich zu skinny gewesen bin und das wollen wir natürlich auch verhindern. Ich kann mich einfach selber nicht einschätzen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du auch mir sagst, was los ist. Weil wenn ich es selber machen würde, würde ich viel zu sehr wieder übertreiben. Oder was heißt wieder, würde ich übertreiben, mehr weniger essen, mehr Cardio machen, was auch immer. Das Ganze ist aber natürlich auch in einem Zusammenhang, weil wir ein spezielles Ziel haben. Wenke möchte natürlich ihre Topform haben. Wenn man jetzt nur zum Sommer hin abnimmt, dann ist es wieder was ganz anderes. Wenn man sich genügend Zeit dafür lässt, wenn man sagt, okay, ich fange jetzt im Februar an, möchte im Juni oder im Juli meine Strandfigur haben, dann ist das wieder was ganz anderes. Aber das ist jetzt für einen Termin, der für uns beide wichtig ist. Wir beide möchten natürlich in Topform kommen und dementsprechend sollte man da sich auch eine zweite Meinung holen. Und man sollte diese Meinung respektieren und man sollte halt auch mitgehen. Man sollte mitarbeiten, man sollte als Team arbeiten. Das machen wir und so läuft das ganz gut. Und jetzt ist sozusagen wieder die nächste Anpassung dran. Aber ja, was haben wir denn gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt von Montag bis Donnerstag richtige Low-Carb-Tage eingeführt. Und zwar, ich lese euch das jetzt einfach mal vor, wie sich meine Makros in diesen 4 Tagen, also von Montag bis Donnerstag, aufteilen. Da bin ich bei 50 Gramm Kohlenhydraten. Dafür ist der Proteingehalt ziemlich hoch. Da liege ich bei 165 Gramm. Für mich super, ich mag Eiweiß. Und beim Fett sind wir bei 60 Gramm Fett. Am Freitag haben wir dann so einen Middle Carb Tag. Das bedeutet, Kohlenhydrate sind höher
aber auch noch nicht so hoch wie auf den High Carb Tagen. Da sind wir bei 120 Gramm. Eiweiß dann ne, dementsprechend niedriger, 128 Gramm und Fett 45 Gramm. In den Tagen von montags bis freitags bin ich dann insgesamt bei 1400 Kalorien und wie Eike das vorhin schon gesagt hat, mache ich zweimal die Woche Cardio. Ich mache dann zweimal die Woche 350 Kalorien. Also ich verbrauche dann bei den zwei Cardio-Einheiten 350 Kalorien. Am Samstag und am Sonntag haben wir die Kalorien angehoben, da sind wir bei 1600 Kalorien. Kohlenhydrate 170 Gramm, Eiweiß 128 Gramm und Fett 45 Gramm. Also Eiweiß und Fett ist wie bei Freitag geblieben und an den zwei Tagen gibt es für mich kein Cardio. Also ich teile die zwei Einheiten wirklich dann nur von montags bis freitags auf. Genau, richtig. Dann haben wir sozusagen am Samstag und am Sonntag ihre High-Carb-Tage, wo sie kein Cardio macht. Voll gut. Das sind dann sozusagen auch ihre Ladetage. Und dadurch, dass wir in den ersten 5 Tagen 1400 Kalorien haben und in den nächsten 2 Tagen drauf 1600 Kalorien, gleicht sich die Kalorienbilanz wieder ein bisschen aus. Und wir sparen durch die Ernährung nur 300 Kalorien ein. Hört sich erst ziemlich wenig an, wenn man es auf die Woche sieht, aber durch das zweimal Cardio, was eigentlich eine leichte Einheit ist, weil es sind bloß 25 Minuten Stairmaster oder so, oder 20 ja, Minuten. Ja, 20 bis 25 Minuten kommt drauf an, wie viel Gas ich gebe. Genau, richtig. Dadurch sparen wir nochmal 700 Kalorien ein in 2 Einheiten, wo wir dann dadurch nochmal ein Defizit von 1000 Kalorien insgesamt in der Woche erreichen. Dadurch versuchen wir natürlich dann nochmal die Diäten ein bisschen nach vorne zu treiben. Wir berücksichtigen sozusagen den aktuellen Kilogrammverlust, den wir hatte, weil sie jetzt natürlich auch etwas weniger verbraucht und ziehen die Diät nochmal an. Carb Cycling an sich hat natürlich dann den Vorteil, dass wir über die ersten Tage einen entsprechend sehr niedrigen und gleichbleibenden Insulinspiegel haben, denn ihr müsst dazu wissen, Insulin ist zwar ein sehr starkes Hormon, was auch sehr förderlich für den Muskelaufbau ist, aber das Ganze ist halt auch so, dass Insulin euren Fettabbau etwas hemmt. Das heißt, Insulin hemmt ein wenig die Fettverbrennung, wodurch dann natürlich auch der Wachstumshormonspiegel sinkt. Wenn ihr einen niedrigen Insulinspiegel habt, dann habt ihr einen hohen Wachstumshormonspiegel, den ihr durch das Training nochmal pushen könnt. Und sobald der Gegenpart Insulin ins Spiel kommt, sinkt der Wachstumshormonspiegel, der Insulinspiegel steigt. Aber durch diesen steigenden Insulinspiegel habt ihr dann natürlich dementsprechend auch eine niedrigere Fettverbrennung. Und das sind so Benefits, die wir dann sozusagen durch das Carb Cycling in Anspruch nehmen möchten. Ich habe das selber für mich schon gemacht. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und die Carbs, die Wenke hat, die nimmt sie dann natürlich vorzugsweise größtenteils nach dem Training, um natürlich auch wieder durch diesen Insulinanstieg nach dem Training zu profitieren, weil dadurch dann einfach eine bessere Nährstoffversorgung für die Muskulatur da ist. Sie aber dann trotzdem über den Tag durch den niedrigen Insulinspiegel profitiert und natürlich dann eine bessere Fettverbrennung hat. So funktioniert das Carb Cycling System. Wir haben dann sozusagen 4 Low Carb Tage, ein Middle Carb Tag und 2 High Carb Tage. Ich habe es selber auch schon so gehandhabt und ich denke mal, dass wir damit sehr guten Erfolg fahren werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie deine Form wird, wie sich die jetzt auch verändern wird und ich bin auch gespannt, wie lange das in diesem System beziehungsweise wie lange du in diesem System damit klarkommst. Ich denke, es wird keine Schwierigkeiten geben, weil die Kalorien an sich, da kommst du sowieso mit klar. Ich komme easy klar mit niedrigen Kalorien. Das ist bei vielen natürlich ganz anders. Sie spüren das sofort, sobald die Kalorien niedriger sind oder um einiges herabgesetzt wurden. Aber ich habe damit, Gott sei Dank, nie Probleme. Und vor allen Dingen ist es ja jetzt auch kein harter Cut zu den vorherigen Kalorien. Auf jeden Fall ist es das, was wir umgestellt haben. Wenke von High Carb auf Carb Cycling. Wir werden euch den Plan unten in die Videobeschreibung setzen. Ich muss aber dazu sagen, Leute, ihr könnt euch nicht mit anderen vergleichen. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Systeme übernehmen. Das funktioniert nicht. Deswegen gibt es auch Coaches. Deswegen gibt es auch diverse, sage ich mal, Erfahrungswerte, die man von anderen Leuten mitbekommt. Ihr könnt nicht einfach hingehen und sagen, okay, weil Wenke das jetzt so macht, muss ich das auch so machen. Jeder reagiert anders auf Kohlenhydrate, jeder reagiert anders auf Fett und auf Eiweiß. Es kann durchaus sein, dass für euch eine ketogene Diät oder eine Low-Carb-Diät oder eine High-Carb-Diät viel besser geeignet ist als zum Beispiel Carb-Cycling. Das muss jeder für sich selber herausfinden und jeder muss sozusagen seinen Körper kennenlernen
und muss wissen, wie ihr auf gewisse Makronährstoffe reagiert. Dementsprechend vergleicht euch nicht mit anderen Leuten, findet selbst heraus, was für euch geeignet ist und dann könnt ihr euren Weg auch gehen. Das Ganze wird natürlich ein bisschen dauern. Man kann auch nicht die ganze Zeit mit seinem Körper experimentieren. Man muss das Ganze auch über einen etwas längeren Zeitraum verfolgen. 4 Wochen, 5 Wochen. Könnt ihr sowas ausprobieren, um einfach zu ermitteln, wie ihr am besten klarkommt. Es gibt Leute, die reagieren auf Kohlenhydrate halt auch so, dass sie Heißhunger bekommen. Dass sie übelste Cravings bekommen. Dann wäre vielleicht eine High-Carb-Diät nicht das Richtige für dich. Weil das ist immer ein psychologischer Faktor, den ihr berücksichtigen müsst, weil die Diät ist wirklich nur so gut, wie ihr sie auch durchhaltet. Und dementsprechend... Man muss sich es ja nicht immer allzu schwer machen. Genau, man muss es sich nicht allzu schwer machen, man muss mit der Diät klarkommen und man verfolgt natürlich ein längerfristiges Ziel. Das war's dann auch schon mit dem Video, ne? Genau, wir sind durch. Wir sind durch und ich hoffe, dass ihr für dieses Video eine Menge Likes habt. Am besten wieder über 1000 Likes. Ich würde sagen, wenn wir über 1000 Likes haben, dann erzählen wir den Leuten mal ein bisschen was von unseren beiden Transformationen, oder? Wie wir das gemacht haben, wie wir angefangen haben mit Fitness. Ja. Hört sich gut an, oder? Das hört sich gut an. Wenn ihr das also wissen wollt, genau. Daumen nach oben. Mindestens 1000 Likes auf dieses Video. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Und danke für die ganzen tollen Kommentare. Du hast dich ja schon mal bedankt, ich aber noch nicht. Von mir auch nochmal Dankeschön. Es freut mich immer wieder, so viel positives Feedback von euch zu lesen, so viele Daumen zu sehen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Video. Hier oben findet ihr ein kleines Logo von mir. Da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Das Ganze ist kostenlos und ihr seid immer auf dem Laufenden. Und hier blende ich euch ein Video ein, da könnt ihr auch mal vorbeischauen und gerne auch einen Like da lassen. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann.